Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier mal wieder in meinem Chaos zu einer neuen fantastischen, zauberhaften Folge von Wer weiß denn sowas? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Nein, an meinem Aussehen möchte ich eigentlich, ja doch eigentlich schon, aber jetzt ändern wir nichts am Aussehen. Für welches Team entscheidest du dich? Wir nehmen Team Elton und wir beginnen mit... Lasst uns mal die Louis nehmen. Ich wünsche euch da draußen hoffentlich viel Spaß. Ratet sehr gerne mit, wenn ihr mögt. Ich bin sehr gespannt, was uns heute für Fragen erwarten werden. Und jetzt geht's los. Nach dem Ladebildschirm des Todes. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Ich hoffe ja, dass wir die Fragen heute beantworten können. Herzlich willkommen, es ist endlich wieder soweit. Eine neue Ausgabe, wer weiß denn sowas? Mit tollen Gästen, spannenden Fragen, interessanten Antworten, Tipps für den Alltag, da ist für jeden was dabei. Ich habe so viele interessante Informationen für Sie. Wir haben wahnsinnige Fragen natürlich wieder vorbereitet. Aber gleich zum Einstieg 1. Wussten Sie eigentlich, dass das erste Produkt, das online verkauft wurde, eine CD von Sting war? Okay. So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei wunderbare Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite Sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Ja, ist okay. 12 Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Und die 12 Kategorien finden Sie auch heute wieder auf unserer Wand. Die 12 Kategorien sind Spiele. Einkaufen, tierisch. Unser Körper, Schule im Grünen, Weltkarte, das Fragezeichen, total genial. Einkaufen klingt clever. Auch sehr Was bin spannend. Ich? Zeichen. Und im Labor. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Was soll eure erste Kategorie sein? Sollen wir einfach Schule nehmen? Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Schwere Entscheidung. Weltkarte vielleicht? Entscheid du mal. Ja. Weltkarte bitte. Sehr gut, dann haben wir es nicht. Wie schützen sich Landkartenherstellern vor illegalem Nachdruck? A. Sie erfinden Orte und Straßen. B. Sie integrieren Wasserzeichen in Höhenlinien. Oder C. Die Grafiker setzen ihren Fingerabdruck ein. A vielleicht? Ich meine, sie erfinden Orte und Straßen. Wäre B möglich? B schließen wir aus. Wir nehmen A. Aber... A ist eingeloggt. Hier ist die Lösung. Karten bilden scheinbar die Realität ab und zeigen in korrektem Maßstab Landschaften, Flussverläufe und Straßen an. Doch sie zu erstellen bedeutet viel Arbeit und hohe Kosten. Um sich vor illegalen Nachdrucken zu schützen, erfinden Landkartenhersteller daher Straßen und ganze Ortschaften. Beispiele solcher ausgedachten Landschaftseinträge sind die Straße Am Hirschgarten in Erbholzheim und Argleton Town in England. Sie sorgen dafür, dass einfache Kartenkopien schnell entlarvt werden. Die ersten 500 Euro. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? So, jetzt kann ich dazwischen fragen, ist sowas zulässig? Weil überleg mal, du hast eine Landkarte und siehst dann gerade irgendwie eine Gasse, die es dann eigentlich gar nicht gibt, weil es eine Erfindung ist. Also irgendwie ist das krank. Ich finde es so ein bisschen grenzwertig, aber darum geht's nicht. Also wir fangen jetzt an. Einkaufen, finde ich, ist eine spannende Kategorie, aber Schule finde ich genauso spannend. Wollen wir einfach gleich mal Schule nehmen?
Das klingt eigentlich ganz gut. Ich habe Angst. Da kann sich jetzt alles und nichts hinter verbergen. Es können auch irgendwie so schultechnische Fragen sein. Wir nehmen es jetzt einfach mal. Wie löscht ein Tintenkiller die blaue Tinte? A. Er verändert den Farbstoff der Tinte. B. Er saugt die Farbe komplett in sich hinein. Oder C. Er überdeckt die blaue Farbe mit der Kontrastfarbe Rot. Also ich würde sagen, dass es etwas Chemisches ist. Er riecht ja auch ganz eigen. Ich weiß nicht, wer von euch noch zur Schule geht und sowas verwendet. Der riecht ja so süßlich. Also ich würde sagen, dass er den Farbstoff der Tinte verändert. Er saugt die Farbe komplett in sich hinein. Das glaube ich nicht, weil du hast ja den Eindruck, dass dieser Stift auch irgendwann austrocknet. Wenn er das in sich reinsaugen würde, dann... nee, das glaube ich nicht. Er überdeckt die blaue Farbe mit einer Kontrastfarbe Rot. Die Spitzen sind ja weiß. Wo soll denn das Rot herkommen? Ich sage, das ist irgendeine chemische Reaktion. Das glaube ich doch nicht. Doch, komm, wir nehmen es. Wir nehmen A. Wer das Rot wir ist, dann fress ich ja B. Wo soll das herkommen? Hinter dem Prinzip des Tintenkillers steckt eigentlich nur ein optischer Trick. Anders als der Name vermuten lässt, löscht dieser die blaue Tinte nämlich nicht, sondern entfärbt sie nur. Die Spitze des Killers enthält ein Gleichmittel, oft Natriumsulfid oder eine andere schwefelhaltige Verbindung. Dieses verändert die Molekülstruktur des blauen Farbstoffs und macht ihn in Folge unsichtbar. Ich hätte jetzt nicht sagen können, was es ist, aber... Die machen wir bei euch, beide. Im Grünen spricht mich an. Wer im Moment mein Favorit? Wir nehmen im Grünen. Wer beim Wandern im Harz den Buchstaben N auf einem Baum entdeckt, A. muss auf besonders aggressive Nattern achten, B. könnte nackten Wanderern begegnen oder C. findet dort einen Notruf-Cap hier lang. Wie stehst du zu A? Ich würde C. Also ich glaube, es ist A. Fällt dir zu B was ein? C macht am meisten Sinn. Das glaube ich nicht. Wir nehmen A. Nee. Antwort A. Ich bin für C, dass es so ein Hinweis für ein Telefon ist. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Das Wandergebiet Wippertal in Sachsen-Anhalt ist bei Naturliebhabern sehr beliebt. In der Nähe der Wippertalsperre können aufmerksame Wanderer eine Baummarkierung mit einem aufgemalten gelben N entdecken. Wer ein Problem mit Nacktheit hat, sollte spätestens jetzt umkehren, denn das Wanderzeichen N des Harzer Naturistenstieges markiert den Start des Rundweges, auf dem nackte Wanderer sogar erwünscht was? Sind. Was? Okay. Es bleibt bei 500 Euro. Also, nächste Kategorie. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Was nehmen wir? Was bin ich? Zeichen im Labor? Unser Körper. Komm, wir waren jetzt gerade bei der Nacktheit. Da passt doch unser Körper perfekt dazu. Deswegen... Ich finde unser Körper aber nicht so verkehrt. Nehmen wir jetzt unseren Körper. Welche Aussage über unsere Haare stimmt tatsächlich? Blonde haben die meisten Haare, Brünette haben das schnellste Haarwachstum oder Rothaarige verlieren die meisten Kopfhaare pro Tag? Oh nö. Also, ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, dass original Blondhaarige, ich bin tatsächlich eigentlich richtig, richtig dunkelbraun von Natur aus. Ich bin der Meinung, dass das blonde Haar eine feinere Struktur hat, aber richtige Blondinen tatsächlich wirklich von der Anzahl an Haaren mehr Haare haben. Brünette, das schnellste Haarwachstum haben, das ist ja Blödsinn, weil prinzipiell ist Haar ja nichts anderes als Keratin, also sprich eine bestimmte Proteinstruktur. Und das Braun ist ja letztendlich ein Farbpigment. Das hat ja nichts mit dem Wachstum zu tun. Das Wachstum wird eher beeinflusst durch verschiedene Faktoren. Erstmal die Pflege der Haare und natürlich auch die Ernährung. War das nicht in diesem Spiel, dass es hieß, wenn man kohlenhydratreich isst, dass die Haare schneller wachsen? Ich glaube, das haben wir in irgendeiner Sendung gehabt. Rothaarige verlieren die könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Haare pro Tag. Möglich, aber ich bin auch jetzt wieder für Antwort A. Ich verstehe die Frage nicht, deswegen war für mich nur A. So habe ich auch in der Uni früher gedacht und in der Schule über in Klausuren. Ich verstehe die Frage nicht, ich antworte trotzdem. Dann nehmen wir A. A ist eingeloggt. Ich habe jetzt Angst. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort.
Rund 5 Millionen Haare hat der Mensch am Körper. Aber überall. Abhängig von der Haarfarbe trägt er davon bis zu 150.000 auf dem Kopf. Für die Anzahl und die Farbe sind die menschlichen Gene verantwortlich. Schwarzhaarige und Brünette tragen mit rund 100.000 Haaren die dicksten Haare. Während Rothaarige hingegen nur etwa 75.000 bis 90.000 Haare haben. Blonde Menschen besitzen im Schnitt feinere, dafür aber auch die meisten, nämlich volle 150.000 Haupthaare. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ha, ha, ha. 1.000 Euro auf eurem Konto. Die Struktur einfach anders. Don't know why. Das weiß ich nicht. Wie geht's weiter? Entscheiden wir uns für clever. Lass uns clever nehmen. Clever nehmen wir. Was ist mit einem normalen Haushaltsmixer möglich? A. Kokosnuss skalpieren, B. Bleistiftspitzen oder C. Rotwein karaffieren. Könnte es A sein? Ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht. Was hältst du von B? Das schließe ich also aus. Also A bestimmt nicht. Sag dir der Mixer C hier etwas? Kaputt. C ist es nicht. Das ist was fürs Publikum, oder? Wir fragen das Publikum. So. Ich würde vielleicht... Wer weiß das? Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wer soll es beantworten? B ist genauso du glaubst, bescheuert. Die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Antwort C, würde ich sagen. C? Das passt für mich am besten. Ihr nehmt C. Im Mixer? Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Mit dem Haushaltsmixer so, wird Lebensmitteln, unter anderem Luft, untergemischt. Oh. Und Luft ist das, was der junge Rotwein zum Atmen braucht, um seinen Geschmack aber wer zu enthalten das und in besser den gekömmlich zu sein. Der Sommelier nennt diesen Prozess Karaffieren. Hat man keine Zeit, seinen Wein eine Zeit lang im Dekanter atmen zu lassen, kann man tatsächlich den Mixer nehmen. Das ist 1 bis 2 Minuten reichen für die ausgewogene Atmung. Ernsthaft? Gilt's? Also... So, 1.000 Euro bei euch. Wie geht's bei euch weiter? Jetzt bei die Rotweinspezialisten. Wir hatten ja das letzte Mal auch schon eine Frage, wo ich am Überlegen war. Also beziehungsweise, ja, irgendwie die letzten 2 Folgen hatten wir irgendwelche Rotweinfragen, die ich beide irgendwie, ja, wo ich nicht wusste, macht man das? Gilt man da nicht als Kredit, wenn man das macht? Wie ist das damit? Also das mit dem Mixer habe ich bis jetzt noch nie gehört. Jemand von euch, vielleicht, der ein bisschen Ahnung von Rotwein hat, macht man das wirklich so oder ist das eher wirklich eine Notlösung und eher als Weintrinker verpönt? Ich kann es mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Also, einkaufen finde ich auch sehr spannend, aber Zeichen. Wollen wir Zeichen nehmen? Wollen wir mal jetzt eine mutigere Kategorie wählen? Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal Zeichen probieren. Kommt doch. Da habe ich Bock drauf. Ich bin heute jetzt mutig. Welche verbreitete Theorie gibt es zur ursprünglichen Bedeutung des weltbekannten Weiblich-Symbols? Es handelt sich um den Handspiegel der Venus, es symbolisiert den Apfel aus dem Paradies oder es zeigt eine Schwangere kurz vor der Entbindung. Ach du Scheiße. Also für all diejenigen, die nicht wissen, wie es aussieht, es ist gemeint dieses Zeichen. Ach, genau sowas habe ich befürchtet, dass sowas kommt. Also... Welche verbreitete Theorie gibt es zur ursprünglichen Bedeutung? Also, verbreitete Theorie ist sowas wie im Internet verbreitet. Es handelt sich um den Handspiegel der Venus. Ist eher keine Theorie, die verbreitet ist. Es symbolisiert den Apfel aus dem Paradies. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, dass es irgendwie so eine... kirchlichen Hintergrund hat, der sich verbreitet. Es zeigt eine Schwangere kurz vor der Entbindung. Ich bin fast für Antwort B. Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Oh, oder? Das ist doch eine Frage fürs Publikum. Eine sehr schöne Frage. Finde ich auch. Wir fragen das Publikum. Mensch, und morgen ist Weltfrauentag. Wer weiß das? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer soll antworten. Ja, da wäre es doch gut, eigentlich irgendwie eine Lady zu nehmen. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich tendiere eindeutig zur Antwort A. Das hat mir mal jemand erzählt. Der Handspiegel der Venus?
What? Ihr nehmt das? Der Handspiegel der Venus. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Ich habe Angst. Ein Kreis mit einem Kreuz darunter, das weltweit gebräuchliche Symbol für die Weiblichkeit. Weit verbreitet in der Wissenschaft ist die Theorie, dass es einen Ursprung in der römischen Mythologie hat. Es handelt sich um den Handspiegel der Venus, okay. Die Göttin der Liebe, des erotischen Verlangens und der Schönheit. Was pustet er? Sieht denn da so an? Hast du gesehen, der Typ im Mittel? Also, richtige Antwort, 1500 Euro. Spiegel der Venus. Das ist das Zeichen der Weiblichkeit. Die Kategorie. Okay. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Klingt doch am vernünftigsten. Das Fragezeichen bitte. Gogol ist ein ausgestorbener Vogel ohne Flügel, eine Kugel, Zahl mit 100 oder ein Zwerg aus Herr der Ringe. Gogol? Wäre C eine Option? C kann nicht sein. Antwort A. Bestimmt vielleicht ein Vogel? Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Das hört sich ja an wie Google wäre falsch geschrieben. Wäre B eine Möglichkeit? Das glaube ich nicht. Wir nehmen A. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ihr habt A eingeloggt. Kann das wirklich sein? Der Begriff Google wurde ab 1938 durch den amerikanischen Mathematiker Edward Kästner etabliert. Damals fragte er seinen Neffen Milton C. Rotter nach einem Namen für die Zahl 10 hoch 100, also eine 1 mit 100 Nullen. Milton entschied sich für Google. Auch heute noch ist der Begriff tief in der Popkultur verankert. So hat sich zum Beispiel eine berühmte Internetsuchmaschine, im Bestreben möglichst viele Internetseiten anzubieten, nach der Zahl benannt. Ach so? Es bleibt bei 1000 Euro. Wenn ich euch bitten darf, die nächste Kategorie auszuwählen. Danach haben die sich benannt? Ach, das ist ja richtig, also, dass dieser Name so eine tiefe Bedeutung, also, ernsthaft? Krass. Okay, heute lernen wir richtig gute Sachen. Jetzt die Frage, womit machen wir weiter? Einkaufen reizt mich, tierisch, finde ich auch gut. Ich finde eigentlich alles gut, was noch da ist. Wollen wir im Labor nehmen? Aber im Labor ist natürlich auch so eine... Kann gut sein, kann nicht gut sein. Ja, schwierig, ja, schwierig, richtig. Schwierig. Einkaufen? Finde ich sehr speziell. Tierisch? Dann nehmen wir tierisch. Okay, gut, nehmen wir jetzt was Elton will. In mexikanischen Großstädten beheimatete Vögel benutzen A. Zigarettenstummel zum Schutz vor Parasiten, B. Gebäckkrümel zum Anlocken von Insekten und Würmern oder C. Kaugummis zum Befestigen des Nestes. Ich habe es befürchtet, dass die Auswahl dieser Frage nicht so klug war. Also, in mexikanischen Großstädten beheimatete Vögel. Jetzt ist die Frage... Gibt's irgendwas Spezielles in Mexiko? Weil es scheint ja irgendwie was zu sein, was speziell vielleicht für die Stadt ist. Zigarettenstummel zum Schutz vor Parasiten. Also die Frage wäre ja, was machen die mit den Zigarettenstummeln? Ne? Reiben die sich ein? Machen die das irgendwo hin? Ich könnte mir vorstellen, in Mexiko wird bestimmt viel geraucht. Gebäckkrümel zum Anlocken von Insekten und Würmern finde ich biologisch gesehen fast noch besser, weil die ja irgendwie, in Mexiko ist der Boden noch relativ trocken, oder? Bis da mal ein Insekt vorbeikommt. Kaugummis zum Befestigen des Nestes. Also ich finde B mal entscheiden? Und C sehr gut. Ja, nein. Was sagst du zu Kaugummis? Kaugummi wird alles verkleben. Ja, ich könnte mir vorstellen, Kaugummis verkleben vielleicht den Schnabel. Aber fressen die Gebäckkrümel nicht selber? Oh, schwierig. Wir nehmen jetzt... Doch, komm, wir nehmen B. B. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ja, ist es auch. Alles könnte sein. Biologen der Nationaluniversität in Mexiko-Stadt haben nachgewiesen, dass in der Stadt lebende Vögel ihre Nester mit Zigarettenstummel auspolstern. Dammt! Dazu zerpflücken sie die Stummel und bauen die Fasern der Filter in das Nest ein. Je größer das Gewicht der eingebauten Zellulose war, desto weniger Schädlinge fand man in den Nestern. Die Forscher gehen davon aus, dass das Nikotin viele Parasiten abschreckt. Vielleicht sind sie ja selber nikotinabhängig geworden.
Ich habe erst überlegt, ob ich das nehme. Es bleibt bei 1500. Stimmt, Zellulose, der Filter. Und dort wird viel geraucht, ne? Wir haben noch 4 Kategorien. Was hältst du von Was bin ich? Wir schließen jetzt erstmal das aus. Einkaufen spricht mich an. Ja, mich auch. Das klingt total nach Psychologie, da gibt's Konflikte die ganze Zeit. Konflikte. Im Labor bitte. Wird ein Tropfen Spülmittel in Milch geschüttet? Mit Fällen. A. Fängt die Milch an zu blubbern? B. Bilden sich kleine Wirbel? Oder C. Bekommt sie eine dünne Haut? Haut. Eventuell B. Ich habe das auch schon mal gehört. Milch ist ja fett. Was sagst du zu A? Und Spülmittel? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Wir nehmen B. Punkt. Dann nehmt ihr B. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Milch plus Geschirrspülmittel. Ein erstaunlicher Effekt. Zur besseren Sichtbarkeit färben wir die Milch ein. Okay, jetzt wird's ein Tropfen Spüli in die Mitte und los geht's. Oh, it's die Seife bricht die Fettmoleküle auf. Diese flitzen nun auf der Oberfläche der Milch umher und nehmen die Farbe mit. Dadurch entstehen tatsächlich kleine Strudel und marmorne Muster. Geil! Also, 500 Euro haben wir draufgepackt, 1500 habt ihr. Ja, alles gut. Da gibt es einen Gegenwörter vor bei der Tür. Noch 3 Kategorien haben wir zu spielen. Ja, gut, also, das hätte ich tatsächlich nicht gewusst. Wollen wir jetzt einkaufen nehmen? Komm, er hat ja gesagt, das ist Psychologie, da gibt's Konflikte. Ich bin jetzt für Psychologie und Konflikte. Och, doch, komm. Ob beim Einkauf mit der EC-Karte die PIN-Nummer oder eine das Unterschrift gefordert ich auch immer. Wird, ist abhängig vom A. Kreditinstitut des Käufers, B. zu zahlenden Betrag oder C. dem jeweiligen Händler. Das frage ich mich tatsächlich auch, weil ich versuche relativ wenig mit der EC-Karte zu bezahlen, allgemein, weil ich habe so ein festes Kontingent an Geld, was ich irgendwie ausgeben darf pro Monat, dadurch, dass ich ziemlich viel Studienkrams zurückzahlen muss, ne? Also muss ich schon auch ziemlich haushalten und rechnen. Und daher versuche ich eigentlich zu vermeiden, mit der EC-Karte zu zahlen, sondern hab das lieber bar in der Hand, weil du dann mehr ein Gefühl hast, was du aus der Hand gibst. Aber so, darum geht's nicht. Wenn ich dann doch mal irgendwie Einkäufe mit der Kreditkarte mache, Kreditkarte, sowas habe ich gar nicht, mit der EC-Karte so herum, habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel, sagen wir jetzt mal bei Rossmann, so, ne, dass du ganz oft nicht unterschreiben musst und in gewissen Abständen könnt ihr euch jetzt mal entscheiden, doch immer mal wieder eine Unterschrift leisten musst. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Vielleicht, also vom zu zahlenden Betrag ist das nicht abhängig. Ich musste letztens zum Beispiel für 10 Euro unterschreiben. Jeweiliger Händler glaube ich auch nicht. Es könnte vielleicht was vom Kreditinstitut sein, dass sie sagen, okay. Wahrscheinlich, ne, wird es denn A in den sein. Und den Abständen musst du einfach nochmal unterschreiben. Ich nehme A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Ich kann es mir anders erklären. Wir werden es sofort überprüfen. Ist eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Ob PIN oder Unterschrift. Es handelt sich um 2 verschiedene Zahlungsverfahren. Bei der Unterschrift kommt es zum ELV, dem elektronischen Lastschriftverfahren. Das ist für den Händler mit dem Risiko verbunden, dass das Konto des Kunden eventuell nicht gedeckt ist. Bei der PIN-Eingabe ist die Zahlung für den Händler garantiert. Für diese Sicherheit zahlt der Händler aber 0,2% des Kaufpreises. Ach. Wie der Kunde nun bezahlen muss, entscheidet jeder Händler selbst, ob nun günstiger oder sicherer. Also vom Händler. Es bleibt bei 1500 Euro. Aber dann verstehe ich halt so, nicht, 2 Kategorien haben warum wir noch. Das mal so ist. Das macht für mich überhaupt was keinen Sinn. Was hältst du von total genial? Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen total genial. Also mit Hilfe von süßem Orangensaft, Salz, Eiswürfeln und Gefrierbeuteln lässt sich in kürzester Zeit ein verzogenes Fenster wieder richtig schließen, B. selbstgemachtes Sorbet herstellen oder C. eine Batterie aufladen. Ja, wenn er so fragt, Antwort vielleicht C. A. Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. Eventuell B.
B würde ich ausschließen. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Ja, vielleicht. Orangensorbet schnell selbst herstellen geht ganz einfach. Mit zuckergesüßten Orangensaft in einen Gefrierbeutel geben. Das ist aber zu einfach. Den gefüllten jetzt, oder? Und geschlossenen Beutel in einen zweiten leeren Gefrierbeutel stecken und mit Eiswürfeln füllen, sodass sie den ersten Beutel umschließen. Dann etwas Salz über die Eiswürfel streuen. Die Temperatur sinkt daraufhin in kurzer Zeit ab. Danach alles etwa 5 Minuten lang kräftig schütteln. Und fertig ist das Sorbet. Also, es bleibt bei 1.500 Euro. Eine Frage haben wir noch. Was bin ich? Wo spielen Angstnippel eine Rolle? A, was? Bei Motorrädern, B, in Horrorfilmen oder C, bei Fernbedienungen? Also, ich habe keine Ahnung. Angstnippel. Also, erstmal noch zu den vorherigen Fragen zurückzukommen. Ich habe vergessen. Okay, gut. So viel dazu. Sie ist dumm geworden. Also, Angstnippel. Das hat, dieses Wort hat bei mir in meinem Kopf einfach schon wieder alles rausgerissen. Angstnippel. Vielleicht bei Motorrädern. Vielleicht ist der Angstnippel. Vielleicht. Vielleicht sind die Angst. Du hast ja am Motorrad einen Griff. Und die haben ja irgendwie eine gewisse Gummierung. Wenn du Angst hast, greifst du ja irgendwie fester. Und du schwitzt. Du schwitzt, wenn du Angst hast. Vielleicht dienen die Angstnippel am Motorrad dazu, dass du dich abrutscht und den Grip hast. Ich bin bei Motorrädern. Bei Fernbedienung wüsste ich nicht, was das machen soll. Bei Horrorfilm auch nicht. Ich bin jetzt für Motorräder. Genau aus dem Grund, den ich gesagt habe. Alter, wenn das stimmt. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Es wir lösen es auf, stimmt. Es führt kein Weg vorbei. Wir lösen ich habe es auf. Angst. Angstnippel sind Stifte, die an den Unterseiten der Fahrerfußrasten eines Motorrads angebracht sind. Gerät das Motorrad in einer Kurve komplett in extreme andere Schieflage, Dings, aber berührt der schräg abstehende Angstnippel als erstes den Fahrbahnboden. So warnt er den Fahrer durch Kratzen und Schleifen auf der Fahrbahn vor dem Aufsetzen und hilft, Stürze zu verhindern. Okay. Es ist ein komplett anderer Nippel als gedacht, aber ihr seid bei 2000 Euro. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bernhard, 1.500 Euro. Das Team Elton, 2.000 Euro auf eurem Konto. Gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage. Eine Frage an beide Teams mit 3 Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden Zeit, die richtige Antwort einzuloggen. Die Kategorie ist Feiertage. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. Ich glaube, ich setze relativ wenig. Ich glaube, ich setze nur Euro. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Welches ist das einzige Bundesland, in dem der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag ist? A. Sachsen, B. Baden-Württemberg oder C. Saarland? Ja, dann ist Baden-Württemberg. Am Baden-Württemberg nicht am meisten irgendwie Feiertage. Jetzt. Ich habe keine Ahnung. Also in Sachsen ist es, glaube ich, nicht. Im Saarland, Buß und Bettag, vielleicht auch im Saarland. Ich bin jetzt einfach mal für Baden-Württemberg, weil ich glaube, die haben auch ziemlich viele Feiertage. Don't hate me, wenn es nicht so ist. Ich komme aus Berlin, wir haben die wenigsten Feiertage. Deswegen haben sie uns ja schon den Frauentag als Feiertag gegeben. Jetzt ist die Frage, was habt ihr gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das war mir klar, dass sie all in gehen. Das Team Elton. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat gesetzt auf Antwort C. Das Team Elton hat getippt auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Die richtige Antwort ist Antwort A. Wir haben gewonnen. Das bedeutet, das Team Elton gewinnt. Und erst alle Pippbaulen, weil wir den Euro gesetzt haben. Wir sehen uns morgen Abend wieder pünktlich um 18 Uhr. Wer weiß denn sowas? Also, morgen um 18 Uhr? Ja.
glaube, dann würde ich es um 18 Uhr hochladen, oder? Siehst du, hier hat 40,80 Euro bekommen. Das ist super was. Ah.